ist 63 Jahre her, dass man einen Telfilm gemacht hat. Es gibt in der Branche schon fast so ein Wort, das heisst, es ist Tells Fluch. Der Tell lasse ich eben nicht verfilmen. Das wollte ich nicht recht glauben. Und habe gedacht, ich probiere es trotzdem. Aber es ist wahr. Es Wilhelm Tell und seine Geschichte von Unabhängigkeit und Freiheit, die ist weltbekannt. Die Tell-Geschichte ist ewig. Sie hat vor 700 Jahren Gültigkeit gehabt. Sie hat heute Gültigkeit und sie hat sicher in 700 Jahren noch genau die gleiche Gültigkeit, wie sie jetzt hat. Schönen Abend und viel Vergnügen und Glück. Du hast einen ganz grossen Applaus verdient. Danke vielmals. Schwarzen Stier alleine beugen. Und glaubt mir, bei Gott, ich werde ihn unter mein Joch zwingen. Also, wie hat Ihnen der Film gefallen? Also, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich bin selber habe ich mitgemacht, bin sehr positiv überrascht. Ich habe es mega gut gefunden. Also auch, ja, der Film ist urchig, brachial. Ich finde, es ist ein geiler Streifen, sehr authentisch. Bringt dieses Gefühl sehr gut rüber vom Tell. Diese Sehnsucht nach Unabhängigkeit, diese Unterdrücker wegzustoßen und frei zu sein. Also ich fühle mich super, die Stimmung ist geil, ich bin begeistert. Ja. Brutal super. Also ich war selber auch dabei, hey, habe selber mitspielen dürfen. Und das ist natürlich ein brutales Erlebnis, oder? Ja, ja. Oder sich selber zu sehen und auch Teil von dem Film zu sein. Ja, ja. Gewaltig. Ja. Hat mich sehr beeindruckt, weil ich kenne ja die bescheidenen Mittel, die im Hintergrund standen. Und man hat die Leidenschaft gespürt für dieses Thema, nicht nur von Luc Gasser, sondern von allen Mitwirkenden. Und ich glaube, das geht einfach unter die Haut. Das werden die Leute spüren, wenn sie diesen Film sehen. Das überzeugt, wie beim Sport eine Mannschaft, die kämpft, die hat immer, hat immer Applaus. Und hier wirklich tief beeindruckt. Kamen Sie überhaupt auf den Gedanken, diesen Film Wilhelm Tell oder diesen Mythos neu aufzugreifen, neu zu verfilmen? Weil ich mir überlegt habe, warum gibt es gefühlt 365 Robin Hood-Verfilmungen und nur eine Tell-Verfilmung? Und der ist ja weltberühmt und ist auch eine geile Geschichte und ein cooler Mythos und so. Und dann dachte ich, vielleicht liegt es auch, weil der so 1890 ist, also die ganze, wie dargestellt wird mit Wollsacken und kurzen Hosen und meine Fresse, so hatten alle Männer ja nicht ausgesehen. Und vielleicht war das ja auch nicht so sexy. Und das war bei Robin Hood dann ja auch so. Irgendwann hatte man genug diese Spitzbärchen, Jägerhütchen. Und dann kam 1984 diese Serie Robin von of Sherwood. Und das ist eine völlig andere Umsetzung. Ein junger, langhaariger, dann alles so keltisch und mystisch. Kleinert hat die Musik gemacht. Und seitdem gibt es unglaublich viele Robin Hood-Filme wieder. Man muss es vielleicht anders erzählen. Ich würde sagen, er hat großes Potenzial. Es ist der richtige Film zur richtigen Zeit. Und die Aussage ist phänomenal. Es geht um Freiheit. Es geht um das Recht des Einzelnen über dem Recht des Staates. Es geht um staatliche Willkür. Es geht um sinnlose Gesetze. Und ich glaube, wir wissen, von was wir da reden. Und da ist der Film, glaube ich, schlägt eine Bresche in die richtige Richtung. Freiheit und Unabhängigkeit braucht immer Mut, hat Mut gebraucht. Und ich glaube, gerade in den letzten Jahren wird die Schweiz diesen Mut wieder brauchen. EU-Fragen, die im Raum stehen. Und, aber die Geschichte läuft seit 700 Jahren gleich, habe ich heute wieder gemerkt. Und es braucht eben Leute, die den Mut haben und den Willen zur Freiheit, wie Tell das gemacht hat.